Hi! Während Archäologen jahrelang nach Artefakten suchen und Wissenschaftler aufwendige Expeditionen organisieren, um neue Entdeckungen zu machen, stoßen gewöhnliche Leute auf der ganzen Welt zufällig auf ziemlich erstaunliche Dinge. Und heute zeigen wir dir die beeindruckendsten davon. Los geht's! Stell dir vor, du gerätst versehentlich auf eine vergessene Straße, folgst einem verfallenen Wegweiser zu einer Werkstatt, um dir einen Reifen zu wechseln und findest plötzlich einen verlassenen Parkplatz mit Dutzenden von Muscle Cars im Wert von mehreren Millionen Dollar. Ausgerechnet so stieß der Kameramann auf diese Sammlung alter Ford Mustangs irgendwo in der amerikanischen Provinz, und selbst wenn man kein begeisterter Oldtimer-Fan ist, sieht es dennoch ziemlich beeindruckend aus. Man könnte meinen, dass man ein paar Flugzeuge in einer Wüste nicht übersehen kann. Schon, wenn sie im Sand vergraben sind. Im Jahr 2003 entdeckte das US-Militär bei der Suche nach Massenvernichtungswaffen im Irak eine Reihe vergrabener Flugzeuge, darunter diesen MiG-25 Abfangjäger. Die Flugzeuge wurden auf diese Weise vor feindlichen Flugzeugen versteckt und befinden sich heute im Nationalen Museum der US-Waffe. Hier ist ein weiterer Beweis dafür, dass man an den gewöhnlichsten Orten auf erstaunliche Dinge stoßen kann. Was könnte sich in dieser scheinbar gewöhnlichen Erdhütte im österreichischen Wald schon befinden? Zum Beispiel ein Bunker, der während des Kalten Krieges für Spezialeinheiten gebaut wurde. Und obwohl es dort keine Wertgegenstände gab, mit denen man etwas dazu verdienen kann, ist die Atmosphäre dennoch ziemlich atemberaubend. Wenn du also auf der Suche nach Nervenkitzel bist oder dich für Militärgeschichte interessierst, ist das genau der richtige Ort für dich. Die Autoren dieser Aufnahmen stießen nicht nur auf einen Bunker, sondern auf ein unterirdisches Versteck aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, in dem sich ein wahrer Schatz befand. Ein geheimes Waffenlager der Nazis. Stell dir vor, wie aufregend es ist, die Pakete auszupacken und festzustellen, dass sie jahrzehntelang vor dir von niemandem angefasst wurden. Experten zufolge handelt es sich dabei um ein seltenes Sturmgewehr STG-44, von dem nur 450.000 Stück hergestellt wurden, das ein Prototyp für die berühmten Sturmgewehre Kalaschnikow und M16 war. Falls wir Waffenkenner unter uns haben, teilt uns eure Meinung bitte in den Kommentaren mit, ob das wirklich dieses Sturmgewehr ist. Dieser Typ beschloss, die Winterlandschaft zu genießen und einen kurzen Ausflug mit seinem Boot zu unternehmen. Hätte er ahnen können, dass er auf dieser Reise ein noch viel cooleres Boot finden würde? Leute schmeißen oft noch gut erhaltene Sachen weg, aber eine Yacht? Da muss man schon ein Richie Rich sein, um sich so etwas leisten zu können. Zumal das Boot sowohl von innen als auch von außen ziemlich gut aussieht. Etwas aufräumen und schon kann man damit auf Reise gehen. In den meisten Häusern findet man im Keller nichts außer Ratten und verstaubten Krempel. Stell dir die Überraschung der Hauseigentümer vor, die hinter einer sorgfältig vernagelten Tür das hier entdeckten. Dieses Weinlager ist fast 200 Jahre alt. Diese Flasche Madeira wurde zum Beispiel in dem Jahr abgefüllt, in dem das erste Auto erfunden wurde. Für Liebhaber von etwas Stärkerem gibt es einen alten Bourbon und dazu noch eine Sammlung kubanischer Zigarren. Schade, dass wir den Geschmack des Weins aus der vorletzten Jahrhundertwende nicht erfahren werden.
Die Besitzer haben der Versuchung widerstanden und all diesen Schatz einem Museum gespendet. Apropos Keller. Diese Frau besuchte einmal ihren Cousin. Er hat sich vor kurzem ein Haus gekauft und auf den ersten Blick gibt es daran nichts Besonderes. Dann sagte er aber zu seiner Schwester, jetzt zeige ich dir meinen Keller. Klingt bedrohlich, aber guck dir nur an, wie es aussah. Direkt unter dem Haus befand sich in einer Tiefe von mehr als 9 Metern eine U-Bahn. Was könnte da noch überraschender sein? Vielleicht ein Flughafen? Zum Glück gab es hier keine Züge oder Passagiere, doch die Schienen schienen noch in Ordnung zu sein. Es gibt eine Theorie, dass die Eisenbahnstrecke während des Bürgerkriegs benutzt wurde. Ein riesiges Frachtschiff mit Hunderten von Ausrüstungsgegenständen und Munition an Bord, darunter Autos, Flugzeugteile, gepanzerte Mannschaftstransporter und sogar 2 Dampflokomotiven. Ein würdiger Fund aus den Tiefen des Meeres, nicht wahr? Seit mehr als 80 Jahren ruht das britische Trockenschiff Thistle Gorm auf dem Grund des Roten Meeres in Ägypten. Im Jahr 1941 wurde das Schiff von der deutschen Luftwaffe abgeschossen und versank, wurde aber viele Jahre später wiederentdeckt. Mittlerweile ist dieser Ort natürlich auch bei Tauchern beliebt. Ein unvergesslicher Eindruck ist bei einem Tauchgang garantiert. Ein versunkenes Schiff auf dem Grund eines Gewässers ist kein außergewöhnlicher Fund. Wie wäre es dann mit einem Flugzeug? Und was für eins? Dabei handelt es sich um einen deutschen Sturzkampfbomber Junkers 87 aus dem Zweiten Weltkrieg mit dem vielleicht schrecklichsten Sirenengeheul in der Geschichte der Menschheit. Das Flugzeug wurde im gleichen Jahr wie die Thistle Gorm abgeschossen und in den Gewässern des Adriatischen Meeres in Kroatien gefunden. Und jetzt das Beste. Derzeit gibt es weltweit nur 2 Exemplare dieses Flugzeugs. Daher kann dieser Fund zu Recht als einzigartig angesehen werden. Nein, das sind keine Aufnahmen von der Verhaftung von Geldfälschern. Erstens ist das Geld echt. Und zweitens haben der Vater und der Sohn all diesen Schatz ganz legal in einem verlassenen Lagerhaus gefunden. Oh! No! No way! Mira, der Vorbesitzer hat ihn in einem Haufen Papiermüll hinterlassen, aber manchmal ist es gut, ihn zu durchstöbern. Darin befanden sich Geldscheinstapel, Goldmünzen und sogar ein diamantenbesetztes Kreuz. Guck dir das Ganze nur an. Interessanterweise gab es hier Währungen aus allen möglichen Ländern. China, Kanada, Vietnam. Entweder war der Vorbesitzer des Lagerhauses viel auf Reisen oder er war tatsächlich in krumme Geschäfte verwickelt. Seien wir ehrlich, würdest du diesem unscheinbaren, verlassenen Gebäude Aufmerksamkeit schenken? Die Autoren dieses Videos haben es gewagt und haben es 100% nicht bereut. Sie hatten das Glück, eine verlassene Karosseriewerkstatt voller Luxusautos zu finden. Guck dir nur dieses Towncar mit einem mit Strasssteinen besetzten Bentley-Emblem an. Und den Innenraum im Vintage-Stil. Selbst die Gläser sind praktisch noch unangetastet. Welche dunklen oder pikanten Geheimnisse es birgt, lässt sich nur erahnen. Doch die Eindrücke eines solchen Ausflugs werden den Kameraleuten sicher ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Diesem Mann fiel ein Safe aus dem amerikanischen Bürgerkrieg in die Hände. Da er vor über 150 Jahren hergestellt wurde, dachte er, dass er leicht zu öffnen sei. Wie falsch er doch lag. Doch seine harte Arbeit hat sich gelohnt.
Darin befand sich ein Portemonnaie voller Dollarscheine, ein Portemonnaie voller Gold- und Silbermünzen, Tabakspfeifen, eine schicke Golduhr und, das Wichtigste, ein legendärer Revolver Colt 1851. Solch ein Revolver hatte Wild Bill Hickok. Wer weiß, vielleicht hatte er auch diesen Revolver in der Hand gehabt? Weißt du, warum es ratsam ist, vor dem Schwimmen an unbekannten Orten sich das Ufer und den Gewässergrund genau anzuschauen? Weil es im Wasser alles Mögliche geben kann. Treibholz, Glasscherben, Felsen oder einen sowjetischen 30 Tonnen schweren Panzer T-34. Das ist wohl das Letzte, was man beim Schwimmen zu sehen erwartet. Stell dir nur vor, du tauchst ein und siehst plötzlich eine 76mm Kanone. Im Inneren befand sich übrigens noch eine verbliebene Munitionsladung. Im Großen und Ganzen war der Panzer nahezu perfekt erhalten, außer dass er voller Sand war. Was glaubst du, wie er mitten im Fluss gelandet ist? Hast du schon mal bei einem Spaziergang am Strand etwas gefunden? Muscheln? Eine Sonnenbrille? Schmuck im Wert von 8000 Dollar? Moment mal, das ist die Trophäe dieses Mannes. Er hat nämlich einen goldenen Louis Vuitton-Ring mit 25 Diamanten am Strand gefunden. Natürlich ist es nicht mehr möglich, den Besitzer des Rings zu finden. Doch die Geschichte hinter dem Ring könnte genauso unterhaltsam wie ein Tolkien-Roman sein. Schreibe deine Version in die Kommentare. Einwohner anderer Länder sammeln am Strand Muscheln und schöne Steine. Einwohner Kanadas sammeln am Strand Harleys. Ja, dieses Motorrad sieht bei einem Kilometerstand von 6000 Kilometern ziemlich mitgenommen aus. Das liegt aber daran, dass diese 6000 Kilometer nicht wie gewohnt auf der Straße, sondern auf dem Wasser stattgefunden haben. Während eines Tsunamis in Japan wurde ein Container mit einer brandneuen Harley-Davidson in den Pazifischen Ozean gespült. Das Motorrad verbrachte ein Jahr im Pazifischen Ozean und strandete schließlich an der kanadischen Küste, wo es von einem Passanten entdeckt wurde. Jetzt befindet sich der ungewöhnliche Fund in einem örtlichen Museum. Und hier ist eine Geschichte, die dich dazu motivieren könnte, eine lang geplante Renovierung durchzuführen. Zumindest hat es dieser Mann bestimmt nicht bereut, dass er sich endlich dazu entschlossen hat, seine Veranda zu renovieren. Beim Graben schaufelte er plötzlich eine seltsame Rolle aus dem Sand und dann noch eine und noch eine. In jeder dieser Rollen befanden sich ordentlich zusammengerollte Dollarscheine aus dem Jahr 1934. Alles in allem holte der Glückliche 2000 Dollar aus dem Boden, was für 1934 eine beeindruckende Geldsumme war. Schade, dass der frühere Besitzer sich damit nichts gegönnt hat. Spaziergänge im Wald können nicht nur gut für die Gesundheit, sondern auch für den Geldbeutel sein. Es sei denn, man hat genauso viel Glück wie dieser Mann. Während andere im Wald nach Pilzen suchten, bewaffnete sich dieser Mann mit einem Metalldetektor und stieß auf ein riesiges Goldnugget im Wert von 240.000 Dollar. Hoffentlich wurde der Wald nach dieser Nachricht nicht auf den Kopf gestellt. Der Verkauf von Metalldetektoren ist aber sicher in die Höhe geschossen. Es besteht allerdings die Gefahr, dass das Gerät nicht auf ein Goldnugget, sondern auf eine riesige, nicht explodierte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg reagiert. Dieses Exemplar wog 1800 Kilogramm und wurde im Rhein gefunden. Die ganze Zeit über saßen 45.000 Einwohner buchstäblich auf einem Pulverfass. Es ist beängstigend, sich vorzustellen, wie viele solcher Überraschungen sich noch im Boden und unter Wasser verbergen könnten. Wie realistisch ist es, etwas wirklich Wertvolles nur auf der Grundlage von Legenden zu finden? Nun, die Geschichte dieses Bugattis beweist, dass dies durchaus möglich ist. Das Auto wurde auf dem Grund des Lago Maggiore an der schweizerisch-italienischen Grenze gefunden, wo es 75 Jahre lang gelegen hat.
Im Jahr 1934 gewann ein Schweizer Multimillionär das Auto bei einem Pokerspiel mit einem berühmten Rennfahrer in Paris. Als er damit nach Hause zurückkehrte, wurde der Bugatti vom Zoll beschlagnahmt und dann auf seine letzte Reise geschickt. Seitdem gab es um die Geschichte viele Gerüchte und erst 2009 wurde das Auto entdeckt und wieder an Land gezogen. Dieser Container bereitete Arbeitern eine große Überraschung. Gehörst du zu denjenigen, die davon überzeugt sind, dass man in städtischen Gewässern nur Schlamm und Müll finden kann? Nun, hier ist ein überzeugendes Argument von den Autoren dieses Videos, die ein 1000 Kubikzentimeter Motorrad aus dem Wasser gezogen haben. Der zweirädige Schatz wurde in der englischen Grafschaft Kent gefunden und sieht auf den ersten Blick wie ein Haufen Schrott aus, doch die Jungs beschlossen, das Motorrad zu restaurieren. Was glaubst du, wie viel so ein Oldtimer anschließend kosten wird? Wenn man bei einem Spaziergang über eine alte, verfallene Scheune stolpert, erwartet man darin, einen Haufen Schrott zu sehen. Aber natürlich nicht die legendäre Beechcraft Bonanza aus dem Jahr 1947, und dann auch noch in einem so hervorragenden Zustand. Den Autoren dieses Videos reicht es aber nicht aus, solch eine Entdeckung zu machen. Die ehrgeizigen Jungs beschlossen, das Flugzeug zu restaurieren. Und dabei geht es nicht nur um den Rumpf. Die Aufgabe bestand darin, alle Mechanismen wieder in den Gang zu kriegen. Und das Flugzeug nach so vielen Jahren wieder in die Luft zu bringen.